So, hallo, hier ist wieder euer Olli. Wir spielen die geskippte Kampagne Achtung Spitfire, Flugsimulator IL Sumovic Battle of Bodenplatte. So, jetzt sitzen wir wieder in unserer schönen Maschine und starten auch gleich den Motor. So, Aufgabe heute: Wir folgen unserem Wing Commander, der uns zu einer Schießübung bringt. Wir sollen heute Bodenziele bekämpfen, irgendwelche gekaperten alten Lastwagen der Deutschen. So, meine Maschine ist an. Kollege braucht noch ein bisschen, ne? Na, was los? Na also. Zu schnell. Er ist noch nicht weg. Aha. Tür wird zugemacht ab einer gewissen Rollgeschwindigkeit. Auch wieder was gelernt hier. Und wir fahren zur Rollbahn. So, um aus den Fehlern der letzten Mission zu lernen, mache ich meinen Wasserkühler gleich auf 60% auf. Wenn man das irgendwie nach dem Start vergisst, dann war es ein kurzer Flug. So, Kollege, komm zur Potte. Nicht so langsam, mein Junge. So, Propellerdrehzahl auf 100% für den Start. So, Klappe zu, aber tot. Und startfrei. Schub. Wenn wir aber nicht Vollgas geben, sondern nur auf Boost 8. So, Nase hoch, Fahrwerk einfahren. Und steigen. Drehzahl wird auf 2800 begrenzt. Ja, keine. Rufen. Ich rufe Ihnen. Alles in Ordnung. Ich sehe. Ich komme hierher. Keine. Ich komme hierher.
Temperatur ist auch gut. Also war es ganz richtig, dass ich zum Anfang den Wasserkühler wegzukühlen aufgemacht habe. Also wieder was gelernt. Wir müssen jetzt erstmal Geschwindigkeit aufbauen und dann arbeiten wir uns an meinen Kollegen hier wieder ran. So, Licht können wir jetzt ausmachen. Es leuchtet mir wie ein Tannenbaum und jeder Gegner kann das natürlich sehen. Oh, hier ist die Luft zu trocken. Langsames Ranarbeiten, Schritt für Schritt. Das Cockpit der Spitfire ist ja komfortabel, schön groß, nicht so beengt wie das der BF109. Da kommt man sich vor, als ob man in einem Schneewittchensarg sitzt, aber hier ist wirklich alles offen. Durch diese Bubble, durch diese Blase, in der man drin sitzt hier, Glasblase, ist wirklich eine herrliche Übersicht. Keine Strebe im Weg, naja gut, hier vorne aber noch. Was zu tun jetzt nicht sehr, aber seitlich an sich hinten. Alles super. Und durch den Spiegel hat man auch eine hervorragende Ansicht nach hinten. Schließe ich den Kühl nochmal um 20%, ja 40%, weil wir jetzt schon unter 80 Grad haben, ist mir ein bisschen zu kühl. 80 Grad, 90 Grad ist ein Gemach. Perfekt für den Motor. So, jetzt sind wir gerade runter. Ah, da hinten ist der Tiefplatz. Da stehen auch die Lastwagen rum, die wir dann bekämpfen dürfen. Kriegen wir eine Kehre, um uns auf den Schießplatz auszurichten. Wenn man das Fahnenkreuz unterhalb des Fliegers vor ihm nimmt, setzt, dann bleibt man hinter ihm. Wenn man es über ihn setzt, dann nähert man sich dem Kollegen. Wenn man es genau drauf setzt, dann könnte man meinen, dass man schießen könnte, aber ich spiele ja nicht gemeinsam. So, jetzt richten wir uns aus.
schauen wir, ob wir einen Treffer erzielen können hier. So, wir reduzieren die Leistung. Richten uns aufs Ziel aus. Da habe ich mein Ziel schon. Und Treffer. Sehr schön. Jetzt wieder etwas Gas geben, um ihn zu folgen. Wie ich gerade eben gesagt habe, wenn ich jetzt mein Visier vor dem Flieger setze, dann sollte ich nicht ein. Den Fliegern nähern. So, hier kommt schon die Meldung. Opel Blitz getroffen. Ja, ne? Passt doch. Temperatur jetzt hier auch noch im Bereich des Normalen. Immer mal einen Blick drauf haben, wie sich eure Temperatur verhält, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt. So, zweiter Anflug. Wieder Leistung zurücknehmen, ausrichten. Diesmal habe ich nichts getroffen. Und ich ziehe gleich wieder hoch. Schnell absetzen. Es könnte ja jemand nochmal auf mich schießen. Naja, das ist ein Schießstand, da schießt keiner auf mich. Aber die Übung ist wichtig. Aufs Ziel ausrichten, feuern, absetzen. Am besten durch eine schöne, schnelle Kurve. Die meisten Flak Schützen kriegen das nämlich dann nicht hin und können uns gar nicht mal so schnell folgen. Wenn wir gerade rausfliegen, dann hat der Flak Schütze natürlich besten Gelegenheiten, hier uns aufs Korn zu nehmen. So, dritter Anflug. Leistung runter, ausrichten aufs Ziel, und Treffer. Warum nicht gleich so, ne? So, drei Runden geflogen.
zwei Ziele zerstört. Kollege vor mir, null Ziele. 2 zu 0 für mich. Juhu! Und wieder ein Opel Blitz. Gut. Ich moge hier ein bisschen, weil ich in den Einstellungen unbegrenzte Munition eingestellt habe. Da ich hier auch üben will, kann ich es mir jetzt nicht. Finde ich es ein bisschen doof, wenn plötzlich die Munition ausgeht. Deswegen was machen wir jetzt? Drei Missionen, drei Durchflüge, jetzt geht nach Hause. Naja. Ist so beleidigt. Mal ich ihn. Hier zwei Stück abgeschossen habe. Na gut. Kann man nicht machen. Kann man nichts machen dagegen. Also drei Durchflüge, zwei Treffer. Naja. Oh 96% Erfolgswahrscheinlichkeit. Naja, das wird noch besser werden. Mit der Zeit bekommt man die Übung. So, wieder langsam nähern. Damit er sich nicht erschreckt, der Halunke hier vor uns. Aha. Kurz vor 12 Uhr mittags, das heißt, er will zum Mittagessen, deswegen hat er das Frühstück gemacht. Der Kerl hat Hunger. Ich hätte mich jetzt noch mal über ein paar Runden gefreut. Aber gut. Da fliegen auch wieder welche. Und wieder kann ich nicht erkennen, was das für Flecken sind. Da hinten kommt auch nochmal eine Formation. Hier ist ein Verkehr. Oh ja. Da hinten auch schon wieder welche. Lichter an, damit man uns sieht. Kurzer Überflug über unser Gebiet hier.
zu langsam, Junge. Viel zu langsam. Oder ich bin zu schnell. Eigentlich müssten wir jetzt links rumfliegen. Wo ist er denn? Da ist er. Jupp. Linkswende. Fahrwerk raus. Klappen raus. Und einreihen. Und versuchen wir mal einen schönen Synchronlandung mal wieder. Oh je, das wird zu schnell. Oh ne, gerade noch. Gerade noch. Oh je. Wunderbar. Ich würde sagen, super. Er macht jetzt hier nochmal einen Kreisel, weil er sich freut, dass er gelandet ist. Und wieder hinter ihm her. Bin ja froh, dass ich keinen Kreisel gemacht habe.
Na, wo ist er denn? Da vor mir ist er. Fenster aufmachen, damit ich mich rauslegen kann. Sehr schön. Das ist kein Rennwagen. Langsam. Und packen wir wieder eine Halle. Nun macht Platz. Ich will auch noch rein. So wie du stehst. Gut. Parkt, Motor aus. Licht aus. Sehr schön. Wunderbar. Zwei Treffer. Sehr erfolgreich alles. Klappen eingefahren. So, das war's wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal, was war das? Navigationsübung. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Tschüss. Euer Olli.